Ah, jetzt sehen wir wieder, warum Felsheim Felsheim heißt. Das haben wir schon in einer anderen Aufnahme mal genau festgestellt. Ach genau, in Felsheim Linie 6 sind wir gefahren. Und zwar auch im Citaro, aber im Citaro L. Facelift mit 3 Türen und Ecolife-Getriebe. Weiß ich natürlich alles so auswendig, ne? Ist ja klar. Ist das hier der Schlachthof? Oder der Schlachtenhof? Schluchtenhof. Nee, das ist Altberg. Hä? War hier keine Bushaltestelle? Moment, willst du mir sagen, das ist ein Halt? Hä? Moment. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Das ist der Mann, der einsteigen will. Ja. Tatsächlich. Das gibt's doch nicht. Also meist bietet es sich dann an, auch wieder den Vorwärtsgang einzulegen, aber auch nur meistens. Ne? Wollte nur mal gesagt sein. So, Altberg. Jetzt kommt der Schlachthof. Schluchtenhof. Das sah gerade so, also beim ersten Mal so täuschend ähnlich aus. Oh, guckt euch das mal an hier. Da kriegst du hier echt Angst. Stell dir mal vor, hier, du fährst irgendwie gegen die Leitplanke. Ich weiß zwar nicht, wie viel die aushält, aber irgendwie, ich meine, wenn hier so ein Bus durchkracht, dann glaube ich, hält die nicht, ne? Nee, ne? Also einen ungünstigeren Zeitpunkt hätte sich der da gerade irgendwie ein Problem hat, gar nicht aussuchen können, ja? Fährt der Bus hier durch die Schluchten hier volle Möhre. Also wenn ich jetzt hier schneller durchfahren würde, dann würden wir hier so die Fahrgäste durchrütteln, das kannst du keinem mehr zumuten. Unser felsiger Trip hier heute. Ja, da kommt eine Brücke. Also ich muss ehrlich sagen, wenn wir jetzt hier runterfahren würden, das wäre mir tatsächlich peinlich. Ja, also man kann schon sagen, das ist ja schon ganz gefährlich sogar. Denn wenn wir hier runterdüsen, ich meine, das Gute ist, das wird uns nur einmal passieren. Es wäre nur einmal ein richtiges Leiden für die Fahrgäste. Danach nicht mehr. Schluchtenhof, ja gut, weil er hier an der Schlucht liegt. Das erklärt auch den Namen, okay. Ist genehmigt. Aha. Hm. Also das ist eine relativ, ja, ich würde sagen, intensive Linie, weil man hat hier sehr, sehr viele Kurven, die ja schon ein bisschen Aufmerksamkeit hier abverlangen. Damit man hier auch schön durchgrußt. Alle Linien links. Und wir sind jetzt in Felsheim angelangt. Gut, dann sind wir schon mal da. Und jetzt müssen wir gucken. Felsheim. Na, warte mal, wir müssen jetzt erstmal gleich unser Menü durchschalten. Moment. Zack. Nee. Wieso will er denn nicht? Ach, jetzt will er nicht mehr. Hm. Aber müsste passen. So. Entschuldige bitte, die war. Die sagt auch nichts. Habe ich irgendwas gemacht, dass die nicht mehr mit mir reden? Ich mache mir richtig Vorwürfe jetzt die ganze Zeit schon. Merkwürdig. Die Leute hier sind wahrscheinlich so sprachlos, wenn sie uns sehen. Die kriegen kein Wort mehr aus dem Mund.
alle Linien links. Felsheimer ZOB, genau, da müssen wir hin. Oh, jetzt sind wir ein bisschen über die Linie gefahren, aber habt ihr nicht gesehen. Ne, ihr macht immer bei allem, was eventuell nicht ganz so läuft wie gedacht, einfach die Augen zu. Dafür sorge ich. Und wenn ich jetzt hier gleich schwarzes Bild einblende, damit ihr so indirekt die Augen zu habt, ja, das wär's. Ich sag immer 5 Minuten Verspätung. 47 und wir müssten jetzt sein in Altberg. Nee. Moment, nee. Wir haben 12.47 Uhr und wären... Oh, Entschuldigung, wir wären jetzt in Altberg. Und das stimmt aber auch was mit dem Fahrplan wohl nicht. So, hallo. Wenn du kein Wort sagst, dann fährst du nicht mit, ne? Damit wir das mal klarstellen. Ja, gut. Ich hab's versucht, wie ihr... Achso, aussteigen will noch jemand. Kein Hallo, kein Tschüss, also... Das klang gerade fast wie der Hub-Sound. Das wär's jedes Mal, wenn er piept in die Tür, dass über die Bushupe geht. Das wär's. In Amerika bei den Autos ist es ja so üblich, dass wenn man das Auto abschließt, dass das so einmal kurz hupt. Oder zweimal, je nachdem. Das finde ich immer ganz lustig. Da weiß man auch, dass das Auto zu ist. Ich finde, das hat irgendwie was, wenn das dann so hupt. Und wenn du dann irgendwie auf dem Parkplatz vom großen Supermarkt steht und ihr hört da so Autokorso, dann ist das kein... und ihr hört da so Gehupe, dann ist das kein Autokorso, dann ist das... Das sind dann Leute, die ihr Auto abschließen. Aber in Amerika Autofahren, das stelle ich mir ziemlich entspannt vor, ne? Ganz easy, ganz locker. Auf Autobahn ist es da ja, glaube ich, auch üblich, dass man überholt, wie man will. Egal, also da darf man auch rechts überholen. Und ich meine, da ist ja auch Tempolimit, ich glaube 55 Meilen pro Stunde. Auf Autobahn müssen 55, irgendwie so, ja, ja. Das ist ja dann alles hier ganz, ganz easy, ganz gemütlich. Flupp. Und damit wir hier auch ganz easy sind, dann werden hier extra so Poller hingesetzt. Also hier so viele Poller, da bist du ja kirre bei. Ich glaube, wenn hier ein Raser langfährt, der Hubbel, der ist so extrem, der hebt hier ab und fliegt in die Hausfassade rein. Du, da musst du ja richtig aufpassen, dass er das hier nicht als Rampe benutzt. Hier war Zone 30, ne? Also ich ahne, dass es so ist. Moment, was hat denn jetzt hier wieder für ein Gedusel? Das kann doch gar nicht sein, was hier steht. Oberer Markt. Ach doch! Oberer Markt. Hallo! Vater und Sohn hier heute auf Tour. Ja. Aber auch eben total sprachlos. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wir sind einfach zu unhöflich. Ich glaube, damit die Leute wieder glücklich hier bei uns im Bus sind, müssen wir so einen Animateur einstellen, der hier vorne steht und die ganze Zeit am Rumhampeln ist oder so. Das wäre so ein Entertainment-Team hier an Bord, was für reichlich Action sorgt. Aber bei so manchem Busfahrer in echt ist es ja auch so, dass allein der Fahrstil für genügend Action sorgt. Also ich hatte manchmal wirklich Busfahrten, da war es wirklich schwer, sich mit beiden Händen festzuhalten. Ich meine das jetzt auch echt ernst. Die sind teilweise gefahren, manche Fahrer wie, also, ohne Worte, wirklich. Das war ganz, ganz schlimm. Da kamst du aus dem Bus raus und hattest an beiden Händen Blasen, weil du dich da so festgeklammert hast, als würde es um Leben und Tod gehen. Kinderwagenwunsch. Nein. Ach, jetzt ist Felsheim, ZOB. Kinderwagen? Nee, oder Rollstuhl. Das ist ja interessant, ne? Null Rollstuhlfahrer steigen ein und ein Rollstuhlfahrer steigt aus. Jetzt könnt ihr denken, wie gut unser Fahrstil war. Ja.
Wir haben also den einen hier Rollstuhlreif gefahren. Der ist wahrscheinlich irgendwie mal ganz ungünstig gefallen wohl. Aber das mit Rollstuhlfahren, das kennen wir ja schon aus dem Citybus Simulator 2010 aus New York. Den hatte ich euch zwar auf diesem Kanal nie gezeigt. Allerdings kannte ich den, ne, vor OMSI. Man hatte den auch viele Zeit benutzt. Auch mit dem Add-on Usedom und alles. Und ja, pass auf, ZB. Das waren Zeiten, da war man zufrieden. Da ging der Tacho im Bus, das war nur eine Textur. Hatte man so einen Tacho vom Spiel so am Rand. Aber das hat für damalige Verhältnisse war das... Das war schon wirklich ein High-End-Simulator, als der damals erschien. Und ist auch heute nicht schlecht. Also grafisch ist das schon schön noch. Also so ist das nicht. Nur halt, verglichen, wenn man jetzt andere Bus-Simulatoren kennt, die es inzwischen jetzt gibt, das ist aber mit allem so natürlich. Dass da die Sachen sich weiterentwickeln und das ist ja ganz normal. So, dann müssen wir jetzt mal Schichtende. Ach, hier lässt sich nichts mehr bedienen. Ihr seht, der Cursor, der spinnt so ein bisschen rum. Da müssen wir das hier mal von Hand machen und sagen, gibt's hier irgendwie was? Pause? Pause. Och nee, ne? Ach, dieser Fahrer hat Pause. Cool, ja. So. So muss das sein. So. Okay, dann hätten wir das alles soweit. Der Rollstuhlfahrer ist so geflohen, der braucht irgendwie gar nicht unsere Hilfe. Da war auch keiner. Ja. Und dann würde ich sagen, dann haben wir es geschafft. Wir sind angekommen am Pfälzheimer zentralen Omnibushof. Obwohl auf der Fahrt so einiges hätte passieren können. Die Strecke war ja auch nicht ganz unkompliziert, dann mit den Serpentinen und dann mit der großen Brücke und allem. Wir sind also heile angekommen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Jua dafür, dass ich diesen Bus hier vorstellen durfte. Ich finde, es ist ein wirklich sehr schöner Bus, auch mit einem schicken Repaint. Wer in Uelzen wohnt, der wird den wahrscheinlich kennen. Ich kenne den natürlich nicht, weil ich ja gar nicht da wohne. Aber, trotzdem. Schönes Repaint. Ich habe auch Bilder gesehen von dem realen Bus, der sieht auch wirklich so aus. Und, schöne Arbeit. Die kleinen Details sind auch schön. Die Soundumänderungen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Ansonsten war es das von mir an dieser Stelle schon. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr wieder Wünsche haben solltet, könnt ihr die wie immer gerne posten. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Lasst dann hier die Karawane fortziehen, die mir hier die ganze Zeit durchs Bild läuft. Ich sage dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.